Hallo und herzlich willkommen zurück bei jetzt leider nicht mehr Mach die Augen zu und küss mich, weil das leider letztes Mal so ein bisschen in einer Albtraumversion des Liedes abgedriftet ist. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, einfach mal nach Kaschik. Da wollten wir mal hingehen, schauen, was da so los ist, die örtlichen Wälder besuchen. Los. Ja, natürlich haben wir wieder Visionen, wo die Sternkarte denn wohl ist. Woher immer diese Visionen kommen, das ist so ein bisschen komisch. Okay, die Sternkarte ist anscheinend am Waldboden. Ich überspringe das jetzt aber mal. Und wir landen auf dem grünen Planeten Kaschik. So grün, weil da so viele Bäume sind. You felt it, yes? Another vision? The Force continues to work through us, showing us the star maps unearthed by Revenant Malak. Kashyyyk is a lush but simple and undeveloped world. I would not have expected to find the alien technology of a star map here. Ja, es kam mir irgendwie so vor, als wäre die Sternkarte am Waldboden, was so ein bisschen komisch ist, weil ich dachte, die Wookies leben in den Baumwipfeln und nicht auf dem Waldboden. The Wookies of Kashyyyk make their home high among the Rosha branches. Only the bravest warriors dare to descend into the forbidding depths of the forest. If the star map is located far beneath us on the planet's surface, as our vision seems to suggest, it's unlikely the Wookies even know of its existence. No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. Natürlich. Wie immer, wir improvisieren das alles. Genau wie unsere Beziehung, Bastila. Die ist auch total improvisiert und chaotisch. So, dann nehmen wir mal die Eiche mit und Salbara. Lass mich raten, du möchtest Landegebühren erheben. Landegebühr, warum muss ich denn eine Landegebühr bezahlen? Aber ich bin ein Jedi, deswegen muss ich die Landegebühr nicht bezahlen. Das steht in den Gesetzen. The Force should not be used for profit and personal gain. As Jedi, we should be above such things. Ich wurde in der Macht ausgebildet. Ich werde keine Schwierigkeiten damit haben. Gut. Dann lass uns mal gehen. Salbar, hast du eigentlich irgendwas zu dieser Welt zu erzählen? Wisst ihr was über den Planeten, auf dem wir sind? Kommt ihr nicht von hier? Na gut, vielleicht reden wir später noch ein bisschen darüber.
Was haben wir denn hier? Eine Feldkiste. Ach, die ist offen. Na, dann ist ja, dann nehme ich die natürlich mal mit. Wir haben ja die Landegebühr bezahlt. Und so, deswegen stehen uns ja zu, dass wir hier. Fodo Medo. Aha. Was macht ihr hier eigentlich für die Chaka Corporation? Ich geh da mal, lebt wohl. Ich wollte immer noch keinen Pasak spielen. Ich schieb das ganz lange vor mir her, bis ich's nicht mehr kann. Ist das nicht ein toller Plan? Nein. Chaka Händler? I wasn't aware we were giving tours now. Leave me. So, ich dachte, du wolltest mir vielleicht Sachen verkaufen. Huch. Mich vorbereiten? Was meint ihr damit? Oh, ihr wurdet aus dem Dorf verbannt. Das tut mir aber leid. Warum musstet ihr denn gehen? Aber das ist doch schon lange her. Es hat sich bestimmt einiges verändert und selbst wenn nicht, können wir vielleicht dafür sorgen, dass sich einiges verändert. Ja, ich glaube, wir kümmern uns einfach um Probleme, wenn die auftauchen. Deswegen gehen wir weiter. Ach komm, das kriegen wir schon hin, Digga. Aha, hier sind noch Leute. Greetings to you. Something I can get for you? Kindly direct your inquiries to me. Martin is merely an indebted employee. His opinions don't amount to much. Okay. So, new spaces have come to Wild Kashyyyk. Please, look well upon the wares of Eli Gand. I live to serve your needs. Just be sure to pay cash. The interest on his loans will drain you like a diluvian fatworm on a hut's backside. First off, huts are all backside. Secondly, I don't much like the comparison. No need to get personal. It's just business. Poor fellow. He's been waiting for his friends to return with my money for a standard month now. Ah, but you don't need to hear this. What can I get you? Versklavt ihr eure Schuldner immer? Enslave? I resent that. Simply fair business. This man's fellows left without settling their debts, so he must make up the difference. I know. It's standard trading rules. I just want to know where my crew went. I was only gone for 2 days. This isn't like them. Yes, very sad that they would abandon you, especially while you were doing me a favor and helping repair one of my freighters. You think you know someone and they turn out to be a cheat. Oh, not like you, Matt. You honor your deals. A word is a bond in trade. Aber haben denn eure Schuldner eine Tendenz, davon zu laufen immer? It happens from time to time.
Credits are scarce out here, and not everyone is as honest as Mr. Dacel here. An honest man and a good mechanic. Seems like you got a favorable trade, sir. You'll get your money. My crew will be back. Of course they will. Until then, however, I can make use of you as a mechanic. Very rare to find skills of your kind out here. Na gut, ich würde gerne noch andere Fragen stellen. Of course. Zeig mir mal, was ihr habt. Have a look. But if you see Colto, the price is not negotiable. My prices have risen like everywhere else. Colto, warum denn? Da weiß ich überhaupt nichts von. Was ist das denn? Hammo Jugras Kampfpanzer? Crazy. Tarnische Sensorik, wieso? Na, na, ne. Nee, 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 nee. Elektrischer Kapazitätsschild, naja. Naja, Cyber-Reaktionssystem, Geschicklichkeit 3, ja. Und Gitzka-Gift, nee. Ich habe mich um mein Gitzka-Problem gekümmert, danke. Ich brauche kein Gitzka-Gift mehr. Ja, das nehme ich mal mit. Ich meine natürlich, das konfisziere ich hier im Namen des Jedi-Rates. Checker, Wissenschaftler, Offizier. Ich könnte Vorräte gebrauchen. Ist denn hier irgendwas verfügbar? Um örtliche Spezies einzukaufen. Alter. Sehr froh, dass ich mich mehr Autokontrolle habe als Basila. Was meint ihr mit örtliche Spezies kaufen? Dass ich einen Wookie kaufen will? Ich bin kein Kunde. Ja, der ist nicht mein Sklave, der hat eine Lebensschuld. Obwohl, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das gar nicht mal so was anderes als Sklaverei. Ich sag das trotzdem, er selber ist nicht mein Sklave, er hat nur eine Lebensschuld und er muss mir aber nicht dienen. Was, das habe ich nicht eingefädelt. Warum sollte ich ihn zurückhalten? Ich sollte ihm vielleicht einfach gestatten, euch alle umzubringen, ihr dreckigen Sklavenhändler. Das kann ich mir kaum vorstellen. Bitte was? Basil, was machst du da? Wie lautet der Name dieses Anführers? Quora,
Die Truth-Blank-Findable-Gelfer, Horizidan-Gelfer-Badino-Gelfer, Kolon-Duft-Divan-Rebut. Jetzt hör doch auf, diesen Namen zu sagen, Mann! Salbar, was ist denn los mit diesem Namen, der nicht genannt werden muss? Okay, Respekt, Bro. Ja, ich hab momentan echt mal genug von euch. Obwohl, hab ich noch andere Fragen? Vorräte? Welche Waffen habt ihr denn? Alter. Tauschen die Waffen gegen Wookies, das ist ja echt unfassbar. Bowcaster, cool. Sieht cool aus, aber ich mag keine Armbrüste. So. Ich kaufe mal eine Vibrationszelle, oder? Ach, warum nicht 150? Ist ja jetzt nicht der Akt. Okay, also anscheinend macht der Wookie-Anführer bei der ganzen Wookie-Entführungsgeschichte mit und verkauft seine eigenen Leute. Das ist so. Das riecht irgendwie danach, als sollten wir mal die Führung der Wookies absetzen. Und vielleicht mal durch jüngere, dynamische Anführer ersetzen. Zum Beispiel Salbar. Hold here, Spacer. Circa Corporation doesn't recommend traveling in Wild Adean. Katarn attacks are especially bad right now. Wookiee hunters usually keep numbers down, but I think they leave certain areas infested, just hoping a Circa guard will get killed. Tja. Kommt mir bloß nicht in die Quere, das könnte euch schlecht bekommen. I don't take kindly to threats. Don't test me, Spacer. We've more than enough firepower to bury you here. Ihr habt mich nicht gedroht. Sondern ich bin eine nette Person. Ihr könnt mich gut leiden. Das ist alles gelogen, aber ja. Ah, you ain't so bad. Was there anything else you needed? Ja. Gut, ich werde euch vorbeigehen. Ich habe die Landegebühr, sagen wir mal, bezahlt. I won't stop you, but you leave this area at your own risk. We're here to protect the company, not you. Ja, kein Problem. Ich kann mich selbst verteidigen. Die große Promenade. Ich muss gerade an die Vaukeen-Promenade denken. Huch. Kinnrad. Okay, okay. Hatten wir die nicht schon mal in dieser Höhle auf Dantooine gesehen, so einen komischen Viecher? Nur diesmal sind sie im Wald und nicht auf Höhlen. Naja, gut. Ich werde sie trotzdem grillen, glaube ich. Obwohl, vielleicht eine Machtwelle. Und dann grillen. Huch. Nee, nicht Lebenskraftentzug. Aus. Macht wieder und angreifen, komm, so. Salbar, hinstürmen. Mach kaputt. Und Bastila, du darfst da gerne mitmachen. Tja, da ist schon das erste Ding kaputt. Aha, da vorne stehen auch noch irgendwelche Leute. Erstmal nehmen wir den Krams hier mit von der Leiche. Das ist ein beschädigter Wachtruide. Aha. Ja, ist durchaus schön hier, aber mit was für Gefahren müssen wir rechnen auf dem Weg? Ah!
Ich glaube, wir kümmern uns darum, wenn es soweit ist. Genau, gute Idee. Was ist eigentlich mit diesem Typen hier? This isn't good. I can't afford this. You think I can? Do you know what they get for a healthy one of those things? We'll work it out later. We've got company. What do you want, Spacer? I'm Patrol Captain Denno, and you're interrupting Zerka Corporation business. Jetzt erzählt ihr mir erstmal, was hier passiert ist. This Wookiee slave got a little rebellious. We had to put it down. Das macht euch verrückt, Saibar, ne? Ich kann das durchaus verstehen. Genau. Töten wir sie. Wir lassen sie dafür bezahlen, dass sie ihrem Artgenossen wie ein Tier behandeln. What? Blasters ready, men. This fool wants to die. Es gibt nur einen Idioten, der hier sterben wird, nämlich ihr. Ha. Mörderisches Pack. Sicherheits-ID der Zerka Corporation. Aha. Interessant. Magst du dich mal um die Mühle kümmern, Digga? Sehr schön. What? Myka, was ist das denn für hässliche Viecher? Oh, schon wieder so ein paar Kinnrad. Macht das schon gut. Na gut. Machen wir mal Machtwelle auf den. Und jetzt mache ich ihn kaputt. Lebenskraft hinzu. So. Ein Müllhaufen, aber nur ein kleiner, natürlich. Sonst müsste er auch größer sein. Wenn das ein Müllhaufen mittel gewesen wäre oder ein Müllhaufen nicht ganz so klein. So, aber ich glaube, jetzt ist schon wieder an der Zeit, in die nächste Folge überzuleiten. Wir sehen ja, wir können jetzt Kashyyyk frei erkunden und allerhand Viecher hier verkloppen und Saibar hat irgendwelche persönlichen Vergangenheitsprobleme, die wir noch bewältigen müssen. Von daher, es bleibt spannend und man sieht's in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.